Ach, dann was auch, dann herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal an Oschka und Luca. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Ja, wer es gerade bemerkt hat, unser Kanal wird umbenannt und zwar auf Anoschka und Luca, weil wir haben uns Gedanken gemacht, weil Anoschka loves Egypt, da denkt man vielleicht eher, dass es mehr um Ägypten geht, aber wir wohnen ja in Deutschland und unsere Vlogs sind ja mehr über Deutschland und deswegen dachten wir, dass wir uns umbenennen und jetzt heißen wir Anoschka und Luca. Ich hoffe, euch gefällt das. Und jetzt zeigen wir euch, was wir an Weihnachten machen. Viel Spaß dabei! Ich backe jetzt Weihnachtsplätzchen und zwar Vanillekipferl. Das muss es immer geben, weil das ist echt voll lecker. Ich habe jetzt einen Teig gemacht und werde daraus verschiedene Sachen machen. Also ich will auf jeden Fall was mit Marmelade auch und mit Schokolade. Und vielleicht dann noch sowas Lebkuchenmäßiges, Honigkuchen, da habe ich ein Rezept. Mal schauen, ob ich das mache. Den Teig habe ich jetzt übrig und da mache ich jetzt gemahlene Walnüsse rein. Haselnüsse wären jetzt besser, aber das habe ich jetzt nicht da. Das verändert dann gleich den Geschmack. Da mache ich dann Nussplätzchen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Jetzt mache ich Ausstecherle für die Marmeladeplätzchen und Schokoplätzchen. Thank you.
Jetzt sind alle Plätzchen gebacken. Den Honigkuchen mache ich nicht, weil das hat jetzt schon sehr lange gedauert. Vielleicht mache ich den noch morgen. Das Video ist ja nur ein Zusammenschnitt. In Wirklichkeit dauert es ja viel länger. Ich werde jetzt die Herzen mit Marmelade bestreichen und dann ein anderes Herz draufsetzen. Und die Sterne, die bekommen Schokoladenglasur. Ich habe keine Konvertüre da, aber vielleicht kann ich eine Tafel Schokolade dafür nehmen. Muss ich mal schauen, sonst muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich habe jetzt doch noch Kuvertüre zum Glück gefunden. Dann kann ich die Sterne fertig machen. Dann habe ich so Backobladen. Die sehen aus wie so Schneesterne. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo ich die gekauft habe. Der Baum ist schon mal aufgestellt. Das ist eine Blautanne. Ich finde ihn sehr schön. Der ist unten breit und hoch ist er 1,50 Meter. Die Lichterkette ist noch dran. Ist schon dran. Und die Kugeln, die fehlen noch. Und das andere Zeugs. Passt.
Heute ist der vierte Advent und Heiligabend. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Heute Abend hört Luca auf zu fasten. Heute Morgen ist er noch vegan. Diese Seite ist vegan, die andere Seite nicht. Und dann trinken wir Helba. Luca trinkt ohne Milch, ich trinke mit Milch. Für heute Abend mache ich Weckle. Das ist Brötchen auf Hochdeutsch. Jetzt kommt da ca. 35 bis 40 Grad warmes Wasser hinzu mit Prise Salz. Und dann warte ich, bis sich die Hefe auflöst. Nach dem Hühnerausmisten gibt es ein bisschen was zu essen. Das sind Kartoffelklöße und Falafel, bisschen Gemüse und auch Brot. Der Teig ist aufgegangen. Ich werde ihn jetzt nochmal durchkneten und dann formen.
gab jetzt 13 Brötchen. Wir sind zu viert, das müsste eigentlich reichen. Ich werde das jetzt mit einem Handtuch, mit einem feuchten Handtuch abdecken. Und dann wird es noch ungefähr 30 Minuten gehen. Und dann werde ich es einschneiden und backen. Ich werde das hier nachher mit Wasser füllen und auch in den Ofen stellen. Das sollen die Brötchen besser werden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt aussieht. Ah, gut. Ich hatte Angst, dass das Handtuch dran klebt. Jetzt werde ich es einschneiden. Dann auch nochmal 10 Minuten ruhen lassen und dann in den Backofen. Und dann bin ich gespannt, wie es wird. Die ersten Brötchen sind fertig. Naja, sie sehen jetzt nicht so aus, wie sie aussehen sollen. Sie sind aufgegangen, allerdings nicht an den Schnittstellen, sondern halt unten. Aber egal, es kommt ja auf den Geschmack drauf an. Das ist unser gedeckter Weihnachtstisch. Wir sind zu viert. Luca und ich und meine Oma und Opa. Das sind jetzt die Geschenke von uns an unsere Familie. Die habe ich schon eingepackt und unter dem Baum gelegt. Und wenn die Familie kommt, wird wahrscheinlich alles hier vorliegen. Und diesen Kalender habe ich für uns gemacht. Da waren wir im Tripsdrill. Das ist ein Freizeitpark in Baden-Württemberg. Und das ist bei der Konfirmation von meiner Nichte, Kira Lena, die Schwester vom Leon, der ist hier, leider nur halb drauf. Das ist in Stuttgart auf der Schillerhöhe in der Nähe vom Fernsehturm. Das da hinten ist Stuttgart. Und der Fernsehturm ist in der anderen Richtung. Und das war im Urlaub. Bei der Zugspitze oben waren wir nicht, weil das Wetter war schlecht. Und das beim Grillen hier. Und da war ich mit meiner Nichte und mit meinem Neffen unterwegs. Und da haben wir eine Wanderung gemacht in den Schwarzwald und das ist eine Kneippanlage. Und das ist der Schönbuchturm bei Herrenberg in Baden-Württemberg. Und das ist in Heidelberg gewesen. Und das ist auf der Burg in Bad Urach. Ich glaube, in dieser Richtung irgendwo ist der Wasserfall, aber das Bild ist auf der Burg gemacht, in Bad Urach. Das ist auch in Bad Urach und diesmal im Keller fotografiert. Und das ist in Tübingen bei Chez Michel und da haben wir uns kennengelernt. Und das ist in Esslingen. Und das war's. Der erste Weihnachtsfeiertag neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Ihr dürft auch gerne abonnieren, damit ihr nichts verpasst.
Dann bis zum nächsten Mal. Salam.